Hey ho, meine Lieben, ich hab's euch angedroht, ich komme heute wieder. Und was machen wir? Wir machen Pizza Tortilla Taschen. Ja, das hört sich besser an, passt besser dazu. Der Name, im Prinzip sind es ja Taschen. Gut, ich habe heute von der Arbeit her so viel Metallstaub und Schweiß zurück in der Nase gehabt. Ich musste vorher in die Wanne springen. Mhm. Aber jetzt gehen wir rüber und legen wir einfach los. In Vorbeirennen schalte ich gleich noch den Opti-Grill ein und wähle gleich das Sandwich-Programm aus, weil zusammengebaut sind die Dinger verdammt schnell. Attacke! So, okay. Auf Sandwich steht hier unsere Übersicht. Zutaten, ganz, ganz einfach heute. Wir haben feinen Schinken, wir haben schöne Salami, ein bisschen Bacon für mich. Dann habe ich einen geriebenen, fertigen Mozzarella, einen Emmentaler gerieben. Dann habe ich als Unterlage, brauchen wir ja was, hier Kräuter, Knoblauch und ja, die Tortillas, ja, von gestern. Ja, und dann natürlich noch ein schönes Pizzagewürz. Ich sage jetzt nicht, was für eins das ist. Ja, ja, du kleiner Halunke. Na gut. Ich hab's Pizzaioli vom Klaus ausgewählt. Ich find's gut. So, der Zusammenbau. Ganz einfach, ganz, ganz, ganz einfach. Wir nehmen ein Tortilla, tun etwas von der Soße drauf, na, tun die verstreichen, schauen, dass die Frau nicht in die Nähe kommt, sonst werden die Dinger wieder zu prall gefüllt. Ja, ist das schon gut. Etwas Mozzarella unten rein. Ja, Leute, ich tue den Käse unten rein heute. Da ist die Gefahr geringer, dass er rausläuft. Unglaublich. Na, bleibt alles hängen da hinten. Dann noch etwas von dem Emmentaler mit drauf. Hier streuen wir jetzt etwas von unserem Pizzaioli, jetzt kann ich es ja sagen, drauf. Ja, und dann nehmen wir uns einfach an Schinken, legen das Ganze mit Schinken aus. Also ihr könnt es da genauso gut dann auch noch Zwiebeln mit draufhauen oder Schinken Hawaii, Schinken Ananas, also eine Hawaii machen. Ach, Mais mit draufwuchten, wie es euch beliebt. Also hier sind der Fantasie absolut keine Grenzen gesetzt. Ja, und dann klappt man das Ganze einfach wieder ein. Ihr müsst auf alle Fälle Tortillas verwenden, die sich schön biegen lassen und die nicht brechen. Also ich empfehle jetzt hier mal die vom Penny, die funktionieren hervorragend. Das habt ihr ja im letzten Video auch schon gesehen. So, drehen wir es dabei wieder so hin. Dann haben wir das erste fertig. Bauen wir vor der Cam noch das zweite ein zusammen. Ja. Die Maschine heizt schön vor. Ja, so sind sie, die leckeren, schnellen Feierabendmahlzeiten. Ich wuchte mir hier jetzt gleich noch ein Bacon mit drauf. Dann kommt hier der Käse. Käse, 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 Käse.
Ich muss mich beeilen. Bitte Speisen auflegen. Ja. Okay, den drehe ich aber jetzt trotzdem noch schnell um, weil ich muss ja die Cam auch noch umstellen. Da wären wir. Speisen einlegen. Na, komm her. Einmal, zweimal. Klappe zu. Und warten, bis es schön knusprig ist. Also komplett durchlaufen lassen. Hey, aber eins verspreche ich euch heute. Ich probiere nicht, bevor es nicht genügend abgekühlt ist. Weil nochmal so die Gosch verbrennen. Nein! Ja. Und kann mal einer sagen, woher der Klaus das mit dem Gewürz gewusst hat? Nee. Unglaublich. Man wird hier echt beobachtet. Erst schreit er euch ins Video nein, dann schreit der Klaus ins Video nein. Ich bin gespannt, wer als nächstes in mein Video schreit. Schatz, du hast eine Nachricht bekommen. Naja. Wir warten, bis fertig, dann geht's weiter. Boah, Leute, da läuft sogar das Zeug da raus. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Ja, ja, aber Gott sei Dank hast du es selber gefüllt, oder nicht? Ja, 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 ja. Wo ist mein Ding zum Runternehmen? Hier, nimm halt das. Nehme ich das da? Nehme ich das hier. Nehme ich das hier. Bitteschön, das ist dein ohne Bacon. Kriegst hier noch ein bisschen Käse dazu. Zweiter Teller bitte. Oh, Leute, geil. Auskühlen lassen, anschneiden und dann essen. Ja, und dieses Mal ziehe ich den ganzen Käse und Kladderadatsch gleich runter. Ach, du willst das, was nebendran ist? Das ist schließlich meins. Ja. Die nächste Ladung habe ich nämlich auch schon fertig. Komm runter. Also hier, wenn es da noch eine Bürste gäbe, wo da genau in die Ritzen rein passt. Das wäre natürlich eine geile Geschichte. Dann habe ich nämlich auch noch nicht geguckt. Ja, piepst dich tot. So. Also ob das andere außer abwischen, keine Ahnung. Ich mach's auf alle Fälle. Na, nachlegen, okay. Wird vorgeheizt und danach kommen die anderen zwei gleich drauf. Die ist so heiß, da kann ich nichts essen. So Leute, machen wir einen wunderbaren Anschnitt. Na? Nee. Ha, geil. Schön Käse, schön alles. Und tja, ich lasse jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann wird schnabuliert. Speisen einlegen. Ja, Leute, die nächsten zwei. Und die nächsten werde ich definitiv nicht mehr so voll machen. So Leute, ich war schlau, ich habe mal ein Stückchen abgeschnitten, das erste Stückchen schon probiert, dass ich mir ja nicht vor der Candy Gosh heute verbrenne. Und Schatz, willst du gleich dein Fazit dazu abgeben? Schmeckt sehr gut. Stimmt. Also auch Pizza Tortillas, sehr lecker.
Schnelle Mahlzeit nach der Arbeit. Ja, was soll ich sagen? Schauen wir mal. Fazit ist ja schon gesprochen. Es ist einfach lecker, es passt, es ist pizzamäßig. Wunderbar. Und ja, schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Will jemand abbeißen? Ja, nee, nein, dann nicht. Ich habe noch keinen Plan, keine Ahnung. Aber ich werde mir was überlegen. Schatz hat vorher schon den Wunsch geäußert. Sie möchte mal wieder was von der Holzkohle. Müssen wir gucken. Vielleicht kriege ich Unterstützung, dass wir mal zusammen wieder was richtig Ordentliches raushauen. Aber ihr werdet das dann sehen. Also, bis demnächst. Tschaikowski und ja, die brauchen noch ein bisschen.